Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder für uns die Zeit gefunden hat und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind, sowohl hier direkt im GoToWebinar als auch auf YouTube oder in YouTube. Ich weiß es nicht, alles so neu, modern für mich. Also, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet. Genau, Martin, heute ist Feiertag in Amerika. Nichtsdestotrotz hoffen wir doch, dass wir heute Morgen noch ein bisschen Bewegung sehen. Und bevor wir aber starten, sprechen wir einmal über den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zur Schulung und den Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Egal, ob der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, ja? Und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So. Gut, dann sage ich an der Stelle mal Moin, hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading mit meiner Wenigkeit, dem Nelson im Hintergrund, dem Nelson am Mikro und das Ganze bei FXFlat. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache heute nur die kleine Kamera, weil ich habe gestern ein bisschen lange Geburtstag gefeiert, aber ich glaube, es geht noch, zumindest hält man das paar Sekunden aus. Man muss mich also nicht allzu lange im Groß heute ertragen. So, ich hoffe, euch geht's gut, besser als mir, ihr habt besser geschlafen als ich, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, hier versuchen, den Markt irgendwie in den Griff zu bekommen. So, ich gehe auch gleich rüber auf das Bild, aber ganz wichtig, was der Nelson auch schon gesagt hat, ich kann das immer nur wiederholen, das ist keine Floskel, sondern es ist eben wirklich so, dass das alles keine Empfehlung sein kann und möchte, sondern es ist immer nur meine Sicht auf den Markt, auf den Stand der Dinge, wie man damit umgehen kann und sonst nichts. So, das geht mal gut und geht mal nicht gut. Es geht meistens gut, das ist schon richtig, ja, aber trotzdem sollte man sich da unbedingt immer auch sein eigenes Bild machen. So, jetzt gucke ich mal hier gerade, jetzt muss ich hier mal ganz schnell eben was rauswerfen und das hier nochmal neu draufpacken, bevor das halt irgendwie, bevor mir hier die Linien verschwinden. So, Moment. Da sind wir nochmal. So, also hier der DAX auf der linken Seite und der rechts halt wie immer der Dow. Ich habe ja in meinem Blog zum Montag, habe ich ja auch ein bisschen weiter ausgeholt. Das setze ich jetzt natürlich auch nochmal an, was den DAX angeht und was den Dow angeht und wie der Markt jetzt eben auch korrigieren könnte. Generell habe ich ja halt gesagt, ich versuche mir hier kurz mal die Fragen reinzuholen. Ich hoffe, das poppt jetzt nicht an der falschen Stelle auf. Nee, das passt. Und so, jetzt habe ich die hier ganz kurz. Mein Bildschirm ist hier tatsächlich zu klein, aber egal. Also, ich habe ja ein bisschen was dazu gesagt, wie der Markt halt wahrscheinlich lauft. Oder montags ist halt immer das Problem. Ich weiß, wir haben jetzt heute Dienstag, ich muss trotzdem einen Tag zurückgehen, weil mir nichtsdestotrotz, sieht man das Ganze mal aus der Sicht von der Wochenkerze, tatsächlich einfach nur am Anfang der Woche stehen und da ist halt noch alles möglich. Ich glaube, deswegen ist auch so ein bisschen, dass der Dienstag so gerne mal irgendwie als der Turnaround halt irgendwie gesehen wird oder beziehungsweise, dass der oft so funktioniert, weil der Montag, das hat weniger mit dem Dienstag, glaube ich, zu tun, sondern einfach damit, dass der Montag halt einfach so, ja, oft nicht mehr als hin und her Gewackel und Gerausche ist und man das nicht so ernst nehmen sollte, glaube ich. Und von daher ist dann Dienstag eigentlich immer eher schon so ein bisschen richtungsweisender. Also generell hatte ich halt gesagt, so nach dieser Bewegung hier am Freitag, die halt wirklich, so sage ich mal, komplett nach meinem Plan in Anführungszeichen gelaufen ist, weil ich habe gesagt, das Ding geht hoch. Für mich war aber eigentlich die Zone nur hier, wo wir jetzt gerade stehen, heute Morgen. Das war für mich so, da sollte er hin und alles Weitere war dann halt eben eher so die Kür, aber nicht unbedingt mehr die Pflicht. So, und da stehen wir jetzt gerade nochmal drin. Dann habe ich halt gesagt, nach der Bewegung am Freitag, es wäre nicht auszuschließen, dass wir halt nochmal ein kleines neues Hoch machen. Das heißt also, dass der Impuls von der Vorwoche dann halt nochmal aufgenommen wird und der Markt erstmal ein neues Hoch macht und dann halt vielleicht zur Korrektur ansetzt. Das hat er tatsächlich auch gemacht, hier in Form mit einem Gap sogar, wie man halt hier sieht. Habe ich jetzt hier nur nicht eingezeichnet, könnte ich aber gerade mal machen, damit man es ein bisschen deutlicher sieht, wovon ich rede. Also das heißt, hier gibt es ein kleines Gap. Das machen wir dann mal wie immer in Green, beziehungsweise nicht in Green, sondern Sandgelb. So sehen bei mir immer die Gaps aus. So dass man es halt hier so besser sieht. Ja, also wir haben hier so Exhaustion Gap, könnte man das eigentlich nennen.
Das heißt, hat irgendwie höher gestartet, minimal weiter und dann aber direkt das Ding zugemacht und schließt wieder drunter. Die eigentliche Bewegung, die ich aber gerne hätte und auch gestern schon gesagt habe, dass die schon wahrscheinlich oder ja, also das ist so ein Punkt, der fehlt. Da habe ich aber gestern gesagt, das heißt aber nicht, dass der heute kommt, also am gestrigen Tage. Das kann dann auch am Dienstag kommen oder halt auch ein bisschen später. Das heißt, was für meine Begriffe hier auf ist, ist eigentlich diese Bewegung. Also hier runter auf diese letzten Widerstände, wenn er das Ding halt wirklich sauber machen will. Das hat zwei Gründe. Einmal ist es halt eben so, das ist halt der generelle Ansatz ja immer, dass der Markt ja einfach gerne dort nochmal was halt vorher Widerstand war, halt eben dann halt gerne nochmal abholt und dann halt eben eine Wirkungsumkehr dann eben halt nach Norden auflöst. Für meine Begriffe halt immer so die wahrscheinlichste, ja, so oder das sicherste, was halt den Handel angeht, weil das ist tatsächlich selten so, dass er jetzt zum Beispiel hier einfach durchfallen würde. Das ist ein extrem seltenes Phänomen. Und das Zweite ist eben, das sieht man jetzt hier nicht im Daily, sondern das sieht man nur im H1. Da gehe ich mal auch direkt drüber. Dann sieht man nämlich einfach, dass der Markt sehr squeezy gewesen ist. Das heißt, also hier ziemlich langsam, aber ordentlich hochgedrückt. Wir hatten hier diese Range, ja, wo ich ja schon zum Freitag gesagt habe, das Ding löst höchstwahrscheinlich nach oben auf, hat dann auch gemacht, ist raufgelaufen. Hier sehen wir jetzt natürlich ganz deutlich den Bereich, der halt jetzt hier relevant wäre. Das ist das eine. Aber was hier natürlich extrem auffällt, ist, wir hatten halt hier so ein abgespultes Programm. Das heißt also, irgendwo hier hat dann einer auf den Knopf gedrückt und gesagt, so, heute kaufen wir alles, was kommt. Und so ist es dann halt eben gelaufen. Jede Stunde einfach nur rauf, 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 rauf und keine Korrektur. Und das heißt, der Squeeze startet dann ungefähr hier. Da gibt es auch ein ganz kleines Gap. Das müsste 11 Uhr gewesen. Nee, das war, glaube ich, 11 Uhr. Aber hier sieht man auf jeden Fall auch schon so ein kleines Gap an der Stelle und wo der Markt halt einfach immer weiter raufgedrückt hat. Ja. Und das heißt, das ist wirklich so ein Programm, was sich da halt zeitlich, ja, was halt zeitlich abgespult wurde und das wird halt gerne nochmal auf Anfang zurückgesetzt. Und das ist halt jetzt die Frage, wo ist der Anfang? So wie ich das sehe, eigentlich hier an der Stelle. Und sieht man auch im kleinen Timeframe keine Korrektur mehr. Und nicht mal ein bisschen, aber wirklich auf die Sekunde genau hat der Markt angefangen, nach oben zu drücken. Das heißt also hier die 16.023. Das ist für mich jetzt erstmal so der Punkt, der eigentlich schon relevant sein könnte und wo es halt eben auch tatsächlich Sinn machen würde, dass er dort eben nochmal ansetzt. Ne? So, das heißt also, so eine Bewegung hier runter wäre schon recht wahrscheinlich. Das ist halt die Frage, geht man hier Short? Kann man machen, ja, sollte man aber aufpassen, aber generell so oder so keine Empfehlung. Ich wäre eher ein Freund davon, ab hier irgendwo Long zu suchen. Das heißt auch jetzt nicht genau auf der 16.023, sondern dann eben tatsächlich hier auf den Hochs an der Stelle, ne? Also hier auf den Widerständen, so dass er einmal hier reinkommt und dort würde ich mir halt versuchen, den Long irgendwo zu greifen. So, das wäre so mein Wunschfahrplan. Ich glaube, so muss man es halt nennen. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, klingt auch immer ein bisschen merkwürdig, aber es weiß ja im Endeffekt auch wirklich keiner, was der Markt halt macht. Ja, außer der, der irgendwie den größten Sack voller Geld hat, da halt und halt den durch die Börse durchballert und der weiß ungefähr, was er halt machen wird oder halt eben, sei es mit Future, sei es mit Aktien, was auch immer. Und wir können ja immer nur hinterher dackeln und dann halt gucken, dass wir uns da halt irgendwo was da rausschneiden aus dem Kuchen. So. Und aber das wäre jetzt für mich so das Plausibelste. Er könnte jetzt aber schon auch nochmal hier einen Punkt 9 nochmal kurz hier an diese Hochs ran. Das heißt also, von dem, was jetzt Overnight da gewesen ist, ne, man sieht ja hier auch, das war jetzt die Overnight-Geschichte. Hier hätten wir auch ein kleines Gap an der Stelle. Und dass er da halt möglicherweise erst nochmal rangeht und dann halt runter. Das kann sein, würde halt natürlich auch Sinn machen, würde dann auch hier sauber gegen den SMA 20 laufen. Und ab dort könnt ihr dann halt auch genauso gut, genauso sauber dann eben nochmal abprallen. Also das heißt, das sind eigentlich so meine Szenarien hier an der Stelle, die ich hätte. Also entweder direkt runter oder halt nochmal Schwung holen. Aber hier oben raus, jetzt so ohne weiteres, sehe ich eigentlich nicht unbedingt als wahnsinnig sinnvoll. Trotzdem möglich ist immer alles. Das heißt, auch auf der Oberseite macht es hier für meine Begriffe Sinn, sich hier eine Grenze zu suchen. Und die ist halt recht klar hier, weil hier hatten wir auch, wenn man das kleiner runterbricht, also aus dem H1 irgendwie vielleicht auf ein M5 oder 15, wird man hier sehen, dass halt hier eben auch
der Support nochmal gewesen ist, ne, hier zweimal getestet, irgendwie gehalten, dann hier verkauft. Wobei die Nummer ist eigentlich schon durch. Das heißt, er hat ja hier schon reagiert. Das macht also eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, jetzt dort nochmal hinzulaufen. Von daher glaube ich schon eher dran, dass wir mal kurz jetzt einmal nach unten mal kurz knicken, ja, aber jetzt nicht irgendwie die Monsterkorrektur hinlegen. Wirklich Short ist für mich hier gar nichts, außer er schließt wirklich dann eben unter dem Freitag. Würde mich sehr wundern, wenn der Markt das halt so macht. Ich glaube halt wirklich eher, dass wir jetzt hier einfach nur Luft holen, weil ich habe auch gestern, habe ich gesagt, wenn der Markt anfängt nach unten zu drücken, und das hat er ja auch schon irgendwo gemacht, das konnte man sehen im kleinen Timeframe, das zeige ich auch gleich nochmal, und dann sollte man irgendwie nicht zu früh long dagegen handeln. Ich habe tatsächlich auch hier in dem Bereich irgendwie long gesucht, wollte nur 20 Punkte, bin fast dran verzweifelt. Und weil ich gedacht habe, ja, so ein bisschen was wird er ja schon kriegen, weil er halt eben auch so zäh runtergedrückt hat. Er hat ja dann gestern hier, das war nach Börsenschluss, das war 17 bis 18 Uhr, diese Bewegung hier hingelegt. Und da dachte ich, okay, da kommt noch ein bisschen was nach. Da kam nichts mehr. Das ist einfach nur hier in ja, Langeweile verödet, der DAX da gestern. Und mehr hat er da halt nicht mehr hinbekommen. So, wie seid ihr denn so positioniert? Was ist denn eure Richtung? Würde ich natürlich auch gerne mal hören oder sehen. Und vielleicht kann ich ja da auch was dazu sagen. Ich bin ja generell immer ganz froh, wenn wir hier nicht nur Monolog haben und so ein bisschen Input von euch kommt. Short. So, immer Short. Warum seid ihr immer Short? Das ist direkt die erste Antwort hier und die zweite auch schon wieder Short. Gut, bis 16.000, das passt natürlich. Ne? 16.023, ja. Das ist ja vom Prinzip her, ist es ja eigentlich dann doch das, was ich ja halt hier auch sage, was halt wahrscheinlich dann ja auch Sinn macht und was eben aufgehen könnte. Da hat noch jemand geschrieben, alles Gute zum Geburtstag. Es war nicht mein Geburtstag, es war der Geburtstag von einem Freund. Aber wer ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, wer gestern noch Geburtstag hatte. Wer weiß es? 35 ist er geworden. Er kommt dahinter. Da hätten wir eigentlich ein Verlosungsspiel machen müssen. Der Nelson weiß es aber, ne? Ich lasse es mal den anderen. Das erraten. Ja. Wer ist gestern 35 geworden? Das müsstet ihr eigentlich hier alle aus der, wie aus der Pistole geschossen, wissend von euch geben. Ja, der Nelson verrät es uns. Das weiß wirklich keiner. Das ist natürlich echt. Mensch, Leute. Der Timo, ne? Timo 35, nein. Timo, bist du da? Das war das Riesenkompliment gerade für dich. Nelson, erzähl. Jetzt hast du mich verunsichert. Jetzt bin ich auch nicht so ganz sicher, wer gestern Geburtstag hatte. Fängt mit D an, hört mit Ax auf. Das müsste zumindest gestern schwierig gewesen sein. Schwierig. Der DAX. Ja. Genau, der DAX ist gestern 35 geworden. Und darauf waren wir einen trinken und haben uns gefreut. Nein, natürlich nicht. Also so bekloppt sind wir dann doch nicht. Nee, nee, also, aber halt trotzdem, ganz lustiger Zufall. So, also Markt hier auf dem letzten Drücker im H1. Drückt mal ein kleines bisschen nach unten und will direkt wieder rauf. So, das heißt, könnte schon sein, dass jetzt hier oben das Gap nochmal kommt, die Zone, die ich gerade eingezeichnet habe. Mal gucken. Ne? Also das heißt, das war ja dann halt hier so der Bereich, die 16.101. Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Also einfach dann hier oben. Ne? Könnte sein. Würde ich jetzt mal eine Order hinlegen und dann halt mal gucken, was da passiert, wenn er da jetzt überhaupt hinkommt. Zeichne ich mir ja auch mal ein. Ich habe hier mal einen frischen Chart aufgemacht. So. Bevor ich das Webinar gestartet habe. Blaue Farben hier. So dass man es auch sieht. Ja, weil so wahnsinnig viel ist da, passiert da oben jetzt irgendwie gerade nicht. Und ich muss mal halt hier auch das Buch anmachen. Das sollte eigentlich am Start sein.
So, mal sehen, ob wir da oben hinkommen. Ja, wir haben halt wirklich so das Problem, dass wir heute US-Feiertag haben. Da sollte man halt wirklich gucken, dass man bis 10 Uhr am besten raus ist, weil oft schläft der Markt dann halt ein. Also es kann halt passieren. Also der Future im Dow, der läuft ja, das ist jetzt nicht das Problem, aber halt der Kassamarkt ist halt heute zu im Dow. Future läuft, ne? Meine ich ja vorhin auch gesehen zu haben. Aber die Kasse, das heißt, das Volumen wird sich halt arg in Grenzen halten heute. Und was den deutschen Markt angeht, ja, wie gesagt, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ne? So, ich mache mal hier die Levels noch an. Symbollinien, damit man mal sieht, was wo gewesen ist. Also hier Future-Eröffnung. Xetra-Schluss von gestern. Der Da Future schließt in aber auch früher heute, ne? Nicht vergessen. Ah ja, um 19 Uhr dann wahrscheinlich, ne? Ja, zu. Ja. So, noch haben wir hier nichts, noch keinen Grund, irgendwie nervös zu werden. Aber hier mal kurz der Versuch, irgendwie den Tag raufzudrehen. Das wäre eigentlich schon legitim. Also am liebsten gerne einmal hier oben drüber. Mal gucken, ob wir hier nicht das Gap ein bisschen genauer einzeichnen können von letzter Nacht. Quatsch, gar nicht, sieht man ja hier schon. So, das heißt also hier, ne, der Bereich, da wäre jetzt halt das kleine Gap, was wir heute, wobei es halt immer die Frage, ob das echt ist. Ne? Das sollte man sich dann eigentlich im Future selber angucken, um halt zu sehen, wie groß, wie echt das halt wirklich ist. Und aber generell ist es halt aber auch jetzt auch nicht unbedingt verkehrt, mal da oben anzusetzen. Und vorausgesetzt natürlich, man kriegt dann auch eine Reaktion, ist halt auch klar. Ne? Also gehen wir hier rüber. Aber wenn das so bleibt, dann sind wir hier auch schnell fertig. So, wir schreiben nicht genau, Sie haben den Buy-Stop gesetzt. Was? Ich habe einen Buy-Stop gesetzt? Ich habe keinen Buy-Stop gesetzt. Ich habe eine Sell-Limit da oben hingesetzt. Eine Sell-Limit, auf keinen Fall eine Buy-Stop da oben. Wobei, was heißt auf keinen Fall? Ne? Also ich meine. Man weiß ja nicht, was kommt. So, Livestream funktioniert diesmal auch, so wie ich das sehe. Ich sehe beides parallel. Und dort haben wir halt so ein bisschen wahrscheinlich weniger ruckeliges Bild als bei GoToWebinar. Aber ansonsten ist der Inhalt natürlich trotzdem gleich. So, jetzt bräuchten wir mal so ein bisschen Bewegung. Die ersten 5 Minuten sind jetzt oben. So ein bisschen lame hier. Aber zeigt jetzt auch erst auch mal, dass nach oben so die Motivation so ein bisschen begrenzt ist. Ja, zwar hier kurz nicht das Gap zugemacht im Kassa, sondern nur kurz drüber. Und dass da jetzt erstmal nichts mehr nachkommt. Aber ich hoffe wirklich, das bleibt jetzt nicht so. Nur weil ein US-Feiertag ist, dass jetzt hier der Markt da irgendwie komplett einschläft. Das wäre so ein bisschen nervig. Man weiß es nie, aber kann natürlich passieren. Ne? Weil die Wohler ist ja wirklich gerade so ein bisschen beängstigend. Wir haben jetzt hier irgendwie, was haben wir gemacht, hier Punkte, 12 Punkte in den ersten 5 Minuten. Ich hoffe, das ist nicht der Indikator für die ganze Session hier. So, also sieht so ein bisschen danach aus, als würde er doch erstmal die Oberseite hier abfrühstücken wollen. Aber solange da nichts nachkommt, sollte man auch da nicht allzu große Vermutungen anstellen. Ne? Also hier wäre natürlich schon nett hier im H1, wenn wir dort eben halt einmal reinstoßen in den SMA 20 von unten. Ich zeichne es hier auch nochmal ein. Ich glaube, mir ist nämlich gerade meine andere Instanz da irgendwie vom MetaTrader. Die steht gerade auf Streik, sonst wäre das hier automatisch aktualisiert worden jetzt. Aber ist jetzt nicht weiter schlimm, kann ich gleich mal noch gucken. So, also hier eine SMA 20 kommt von oben fallend runter. Wäre halt dann auch hier dieses letzte High von gestern, wo er versucht hat, irgendwie nach Kassaschluss dran anzusetzen. Dort irgendwo rein und abprallen, wäre schon sinnvoll. Aber dazu müsste er sich halt zumindest mal generell bewegen. Das heißt natürlich auch, wenn man das jetzt halt so haben will, kann man natürlich auch long gehen. Ja? Also, weil ja hier irgendwie alle gesagt haben, so, ja, short, ne, das. Ja, wenn er dann eben halt den Short-Impuls ansetzt, aber momentan sehe ich halt noch nichts davon, sondern das war ja irgendwie nur ganz einmal hier so ein bisschen runtergeplätschert.
vorbörslich, beziehungsweise vor 9 Uhr und dann halt eben im letzten Moment dann halt nochmal hoch. So, aber warten wir mal ab und gucken wir, ob irgendwie die 15 Minuten, wenn die vorbei sind, ob die uns nicht ein bisschen mehr verraten oder ob das tatsächlich so bleiben will. Das wäre natürlich ein bisschen traurig. Der DAO hängt hier auch fest, aber gut, der läuft eh nur im Future. Es ist Feiertag, ja, aber das hat mit die Uhrzeit eigentlich im DAO nichts zu sagen, ne? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwie Amiland, was da halt sitzt und am DAO rumdrückt, sondern das ist ja dann schon eher dann hier der europäische Einfluss, beziehungsweise halt nicht Einfluss, sondern der Handel dann halt eben vom Future. Weil wir haben in den USA, in New York müsste es irgendwie 3 Uhr morgens sein. Ich glaube nicht, dass die da großartig rumsitzen und irgendwas dann bewegen um 3 Uhr morgens. Das sind dann wohl doch andere. So, Timo ist nicht da, sehe ich gerade, sonst hätte er sich schon über das Kompliment gefreut. So, gehen wir nochmal zurück. Also hier passiert nichts. Nelson, was machen wir denn, wenn das so bleibt? Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Dann ist das Webinar heute die Vorbereitung für Freitag NFP. Ja, oder so. Das wäre natürlich auch eine Maßgabe. Das wäre natürlich auch eine. Aber du hast mich vorhin so verunsichert, dass ich hier meinen Kalender durchgegangen bin, Ja. welchen Geburtstag ich vergessen habe. Ach Quatsch. Ich habe es tatsächlich, muss ich aber gestehen, auch nur irgendwie vorhin durch Zufall irgendwo aufgeschnappt und gesagt, ach, guck an, da hat ja noch einer irgendwie Geburtstag. Oh, meine Stimme ist aber so ein bisschen hinüber. Nee, es war jetzt nicht so schlimm. Ich habe nur irgendwie heute Nacht schlecht gepennt. Also das ist so das Ding, wo man schlecht irgendwie geschlafen hat und dann ist man morgens immer so ein bisschen Baller in der Birne. Wobei bin ich ja immer, aber Alles Ausreden, falsches Bier getrunken. mit schlechtem Schlaf halt noch mehr. So, also, ich hätte mal gerne irgendwie so eine klare Richtung. Hier ist, kann man weder short noch long gehen an der Stelle. Also generell heißt ja immer von meiner Seite, wenn das Gap zu ist, dann ist das kein Long-Signal, also Gap von oben zu, sondern ein Short-Signal. Das heißt, wenn er da hinkommt, müsste er eigentlich auch noch weiter durchfallen. Das heißt, könnte schon sein, dass wir jetzt gleich darunter uns einmal strecken, stürzen, will ich nicht sagen. Nach Sturz sieht hier irgendwie gar nichts aus gerade, sondern eher so runter schleichen. Aber ich gucke jetzt auch mal, wie die 5 Minuten hier enden. Ne, weil wenn die Kerze jetzt so stehen bleibt, ist es auch nicht unbedingt ein Signal, um was da halt irgendwie nach oben sollte. Der kann aber jetzt hier natürlich auf dem letzten Drücker nochmal raufziehen. Ne. Wäre mir nach wie vor das Liebste, natürlich, klar, oben rein und nicht irgendwo in der Mitte, um dann halt eben ein Stück weit runterzukommen. Aber generell bin ich halt schon der Meinung, und das habe ich auch am Montag, beziehungsweise zu gestern beim Livestream gesagt, so Richtung Ende der Woche, und dazu passen natürlich die NFPs extrem gut, sollte die ganze Geschichte eigentlich schon nach Long auflösen und nicht nach Short. Oder halt auch die ganze Woche sollte eigentlich mehr Long-Tendenzen als Short-Tendenzen dann eben auch zeigen. Und da bin ich auch immer noch ein Freund davon, dass das genauso kommt. So, also, ne, ist gerade, was ich gesagt habe, auf den letzten Drücker dann doch nochmal hier hoch und um dann die Geschichte hier oben jetzt wohl irgendwie anzuschließen. So, das heißt, könnt ihr jetzt auch hier irgendwie versuchen, nach oben zu kommen, vorausgesetzt, das ist ja nichts. Damit kann ich ja wieder nichts anfangen. Yeah. So, gucken, ob man hier irgendwas erkennen kann, auch nicht. Also ich muss jetzt wirklich ja hier versuchen, weil der Markt so lame ist, irgendwie aus kleinstem Radius hier irgendwas rauszuschneiden. Also das ist natürlich so ein bisschen eine Herausforderung. Ne, warum hier nicht long? Ja, weil er eben genau das nicht gemacht hat. Also sah jetzt irgendwie in 5 Minuten so aus, als würde er das auf den letzten Drücker noch machen, hier das Ding noch nach oben biegen, hat aber nicht, sondern schließt dann halt eben fast genauso wie davor, nur in die andere Richtung. Das heißt also immer noch nichts. So. Das heißt aber auch, wenn man hier short gegangen wäre, wären wir jetzt irgendwie 4 Punkte vorne. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Rede wert. Ich warte jetzt mal halt hier die paar Minuten noch ab, um dann halt mal zu sehen, ob wir im 15 da vielleicht wenigstens irgendeinen Impuls kriegen, an dem man sich dranhängen kann. Und
An die Richtung würde ich mich dann halt eben dann auch kleben. Also ich bin immer noch ein Freund davon hier im H1, ne, dass er erst darauf geht, tatsächlich, egal wie das jetzt hier aussieht. Das kann natürlich dann eben bis 10 Uhr dauern. Das ist natürlich der Haken in der ganzen Geschichte. Aber eben einmal hier dran und dann halt darunter. So dann mit bisschen Motivation. Ne? So, was man ja hier auch sieht oder was jetzt schon so ein Indiz sein könnte, ist, dass es halt hier nicht vorwärts geht. Ne? Es finden sich irgendwie zuerst mal in den ersten 10 Minuten, 11 Minuten bisher keine Käufer. Ne? Also das Ding steht still, fällt aber auch nicht runter. Das heißt, es findet sich irgendwie gerade niemand in keine Richtung. M1 brauche ich wahrscheinlich gar nicht zu gehen. Das sieht man wahrscheinlich noch weniger. Ja. Von daher ist es jetzt erstmal schon soweit okay. Dem M2. Oh, ich habe hier das Bild so ein bisschen runtergeschoben, sehe ich gerade, oder? Was war ja da unten irgendwie mir alles verdeckt? Und gucken, was ich ein bisschen raufgezogen kriegen. Das stimmt irgendwie. Das stimmt nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. So. Ah, guck, die Entry Range ist auch wieder dabei. Ist der Norbert in Wings auch da? Ich denn da alles auf? Das braucht doch gar keiner. Ist er da? Ja, da ist er, ja. Also in G-Range habe ich in letzter Zeit auch immer ziemlich oft hier drauf. Das war eine Eingebung vom Norbert aus der Facebook-Gruppe. Und weil man tatsächlich sehr oft beobachten kann, also zumindest mit den Einstellungen, wie ich sie hier habe, ich weiß nicht, ob das die richtigen sind, aber das sieht man halt schon. Ne? Also er bildet halt einfach, zeichnet hier dann eine Range später im Chart ein, basierend auf der Öffnungsstunde. Und anhand von den Extensions von der Range sieht man schon so die ersten Abpraller sehr oft oder halt eben so das Maximum Target auch echt tatsächlich oft. Also kann man wie alles natürlich auch nicht blind irgendwie handeln, aber ich habe die halt mal drin die ganze Zeit, um mit die halt mal ein bisschen genauer anzugucken. Ja, heute ist Geduldsfrage, schreibt ihr Robert hier auch schon. Also ihr dürft gerne hier ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche das mitzulesen, weil am Markt passiert ja jetzt erstmal gerade irgendwie nichts. So, ich kann es nicht ändern. Aber das ist natürlich jetzt schon ein bisschen böse. Die ersten 15 Minuten hier eine Range von irgendwie, keine Ahnung, 15 Punkten. Das ist bitter. Das ist schon sehr bitter. Aber damit muss ich hier leider auch manchmal leben. In letzter Zeit ja glücklicherweise nicht oft. Und aber heute ist es dann eben so. Was man natürlich hier im Daily auch sieht, ich hoffe, ich verdecke das da nicht unten. Nee, das müsste eigentlich passen. Das ist halt dann wieder der SMA 20. Den thematisiere ich ja auch ganz oft, also vor allen Dingen im Daily und im H1. Und da hat er jetzt versucht, er jetzt drauf aufzusetzen. Das wird aber so nichts werden. In der Form glaube ich nicht, ne, weil er halt auch relativ flach hier kommt und er jetzt irgendwie gestern auch nicht so wahnsinnig viel gebracht hat, beziehungsweise gestern ist er eher knapp davor, dann halt gedreht und noch nicht mal drauf. Und wie das so oft eben ist, knapp davor gebremst, heißt einen zweiten Anlauf durch. Und das könnte hier genauso sein, aber man sieht auch, der ist relativ flach. Ne? Deswegen, ich halte den Bereich hier unten nach wie vor für wesentlich relevanter, aber auch da müssten wir erstmal hin. So, ich traue mich hier nicht, eine Position aufzumachen, ne, auch wenn ich irgendwie so ein bisschen short orientiert erstmal bin, weil es hier halt nicht weitergeht, weil es halt einfach viel zu gering ist von der Vola. Also das ist, da müsste jetzt schon mal irgendwie so ein bisschen Bums in irgendeine Richtung kommen, damit sich das da jetzt halt in irgendeiner Form lohnt. Also im Dow ja wahrscheinlich auch immer noch unverändert, ja, genau das Gleiche. Der schwebt hier im H1 auch in einer super Mini-Range von irgendwie 30 Punkten irgendwie schon die ganze Nacht rum. Da kommt irgendwie auch nichts. Also wenn jetzt hier einer irgendwie die Chance hat, ein bisschen Gas zu geben, dann ist es der DAX. Dann ist es der DAX. So, siehst du, jetzt bin ich heute Morgen aufgestanden. Ich hätte auch das Webinar absagen können. Aus gutem Grund. Jetzt sitze ich hier und jetzt ist der DAX nicht aufgestanden. Beziehungsweise jetzt kommt der hier nicht in die Hufe. Aber so what, so ist es. Man kann es nicht ändern.
So, ich gucke mal hier die Kommentare nochmal durch. NG Range, genau, Norbert Günther Range heißt das. Der Bruno meint, der DAX ist nur naja, das stimmt so nicht. Also in letzter Zeit finde ich den eigentlich ganz gut handelbar auch. Es ist immer so, beim DAX ist es so phasenabhängig, ne? Es ist so, es gibt mal Phasen, ich habe den auch in meinem Blog schon irgendwie mal mit Nichtbeachtung gestraft, weil er halt einfach tatsächlich dann nur noch irgendwie Mist gelaufen ist oder halt gar nicht, ne? Und wo es keinen Sinn gemacht hat. Aber die letzte Zeit finde ich das eigentlich schon recht beachtlich, was der da halt macht, ne? Ja, Martin auch von Long. Der Norbert will mit Dow auf die 150. Ja, Lotterie, genau, das hier ist Lotterie jetzt gerade, das stimmt. Und das wollen wir hier nicht. Ja, genau, der DAX bewegt sich wahrscheinlich, sobald das Webinar zu Ende ist. Das kann sein. Das wäre dann so ein bisschen der Klassiker, ne? Das ist in der Tat wahr. So, das heißt aber auf der anderen Seite auch, wenn er jetzt anfängt, hier sich drüber zu bewegen, ne, da wäre es vielleicht sogar sinnvoll, da erstmal noch long zu gehen und dann mal zu gucken, wo er denn dreht, ja. Und vielleicht irgendwie gar nicht da direkt dagegen zu halten, weil wenn man das hier auch mal im H1 jetzt hier unten sich anguckt, dann haben wir da halt nicht mehr als irgendwie eine kleine Range, ne, die sich hier irgendwie bildet, die irgendwie gerade so einen lustigen kleinen Ausbruch nach unten hatte. Und das war's. Mehr ist es noch nicht, ne? Und das Ganze in Kombination, ich muss das hier mal ein bisschen aufziehen, in Kombination mit gestern ist das halt auch, sah der so gestern aus? Ach so, ja, genau. Mit gestern halt hier an dieses Low dann halt, ne? Dann ist einmal kurz drunter. Heißt auch nicht unbedingt wirklich was, aber vom Prinzip her haben wir hier nur eine Range, ja. So, Problem an der Range ist natürlich, die kommt von oben, ja. Das ist, das heißt, die sollte eigentlich schon nochmal ein Stück weiter unter, nach unten auflösen, nachdem wir ein kleines neues Hoch hingelegt haben. So, das wäre eigentlich so das typische Verhalten, ne? Also einmal nach oben, Fail über die Range raus und dann halt doch wieder nach unten. Das heißt, nur damit man es mal versteht, was halt dann eben, wie das aussehen würde, wäre dann halt so irgendwie in der Richtung. Und das wäre einfach nur typisch, ja. Sowas dann halt. Das muss jetzt nicht irgendwie, weil hier der Stundenchart ist, zeitlich da passen, aber das wäre eigentlich schon dann recht normal. Einfach nur normales Marktverhalten, ne? Weil dann, warum auch immer, ja. Also ich will dich gar nicht irgendwie groß erklären, warum der Markt so läuft. Er tut es einfach. Sehr gerne, sehr oft. So, und das heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir hier jetzt nicht aus den Pötten kommen, eigentlich richtig, ne? Das heißt, da kommen wir in die Pötte. Aber wahrscheinlich auch so oder so falsches Deutsch, ist aber auch egal. Also, das heißt, wenn er hier nicht in die Pötte kommt, aus den Pötten. Wenn er hier nicht in die Pötte kommt, nach oben. Und dann warte ich eigentlich genauso drauf, dass nach unten dann halt eben ein bisschen was an Impuls kommt. Und er sich dann halt eben hier nach unten schraubt. So, das heißt aber hier, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das hier leider irgendwie alles falsch ist. Also was man hier macht, weil einfach, es kommt gerade irgendwie so gar nichts. Also hier sehe ich jetzt nur im M5, ja, baut jetzt hier auch nochmal eine Mini-Range auf. Da könnte er sich jetzt schon, also die nach oben drückt. Das heißt, da darf der jetzt schon mal irgendwie nach oben dann auch ganz kurz laufen, muss ja nicht weit sein und wenn es nur irgendwie 15 Punkte sind, aber wenn es die gibt, wäre ich natürlich nicht böse, wenn ich dann da auch dabei wäre. Deswegen lasse ich die jetzt auch mal hier kurz liegen, aber er müsste es dann halt schon so ein bisschen mit Nachdruck eben machen. Kann aber dann auch passieren, dass er eben gar nichts macht und dass wir dann hier oben ein kleines neues Hoch machen und dann wieder hier hinlaufen und dann halt die nächste Viertelstunde genauso dämlich hier rumzackern, wie wir es die ganze Zeit halt eben auch machen. So. Aber generell werden die Kerzen hier jetzt ein bisschen länger, würde ich sagen, klar, long, auf jeden Fall. Und das sollte doch zumindest mal irgendwie einen Schuss nach oben geben. So, aber hier wird es dann eher ein Schüsschen oder ein kleiner Fehlschuss. Ne? So, also ist jetzt da oben an. Wir haben hier mit einer Range von 15 Punkten, das ist schon, alter Schwede. Darf man überhaupt noch alter Schwede sagen? Ist das noch politisch korrekt?
Wahrscheinlich nicht. Dann wahrscheinlich eher so Nordskandinavier fortgeschrittenen Alters. Also. Das ist wahrscheinlich die politisch korrekte Formulierung. So, was, warum man 92 am Buy-Stop? Ja, einfach nur, weil das halt hier ein Ausbruch aus der kleinen Range wäre, die halt hier gerade irgendwie so Bastelzeiteröffnung. Ne? Also mehr ist es halt nicht. So, jetzt ist es eh zu spät. Ich mache hier nur die Farbe ist hier so ein bisschen falsch. Weil das müsste eigentlich einfach nur neutral sein. Also hier eine ganz neutrale Range, die er halt hier macht, beziehungsweise gemacht hat, jetzt die ersten 15 Minuten und dann dürfte der gerne einfach mal kurz nach oben raus hüpfen. So. Aber es halt, ne, man weiß es nicht. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe so auf der anderen Seite so ein bisschen Sorge, ja, dass es einfach nur ein kleines neues Hoch gibt an der Stelle und dann wir halt einfach nur noch mal eine Viertelstunde weiter auf der Stelle treten. Das kann natürlich auch passieren bei so einer Vola, muss man eigentlich gar nicht handeln. Das ist eher so, ich fühle mich jetzt natürlich so ein bisschen verpflichtet, genötigt oder wie auch immer, hier wenigstens irgendwas zu machen aus dem Markt. Aber generell, ich sag mal, was ich halt hier im Sinn habe, ist ja einfach wirklich nur ein kleines neues Hoch da oben. Und dann darf der gerne runterdrehen. Den Trail hier brauche ich eigentlich gar nicht, beziehungsweise das kann ich einfach ausschalten. Das heißt, ich will tatsächlich auch nur hier irgendwie mal 10, 15 Punkte rauf. Und da kann der meinetwegen gerne nochmal die Richtung ändern. Wenn er sie jetzt hier ändert, dann war es halt einfach Fehler. So, da überhaupt drauf reinzufallen, auf diese winzige Bewegung, die der Markt halt hier macht. Aber erstmal ist es schon noch okay, auch wenn der jetzt hier natürlich genau an meinem Entry natürlich, wo dann auch sonst erstmal nicht weiterkommt. Aber mal gucken, wie die Nummer jetzt hier um 9:30 Uhr auflöst. Weil erstmal drücken wir nach oben. Erstmal. Ja, so. Aber wenn sich das ändert, dann ändert es sich halt und dann muss man halt nochmal an anderer Stelle ansetzen. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich hier die größte Bewegung natürlich genau in die falsche Richtung. Ist so, ja, wenn der Markt irgendwie so behämmert irgendwie unterwegs ist und man handelt, so wie ich gerade, ist man halt im Zweifelsfall eben auch selber schuld. So, das heißt aber nicht, dass jetzt hier gleich der Tag irgendwie gelaufen ist. Ich gucke mir das jetzt mal an, was jetzt hier, wie diese Geschichte endet. Also wenn der M5 jetzt komplett durch die Range nach unten drückt, würde ich den hier unten auch platt drehen. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt hier sogar irgendwie drunter schließen, dann hätten wir hier eben genau das, was ich im H1 gezeigt habe, nur in wesentlich kleiner dann halt im M5. Aber vom Prinzip her klar das Gleiche. Ne? Das heißt also, ein Mini-Fehlausbruch auf der Oberseite wäre das dann und mit anschließendem Auflösen der Range in die andere Richtung. Ne? Also ich lasse den jetzt erstmal so. Und was eben halt auch noch hinzu käme, wenn wir jetzt hier tatsächlich auf das Gap laufen sollten, das wäre eben dann halt, dass ich hier dann eben auch einen Trigger hätte. Ne? Das hier war jetzt eher so eine Vermutung. Das hier ist dann eigentlich dann unten wiederum mehr ein Trigger. Aber noch ist die Geschichte halt hier nicht durch. Ne? Erstmal abwarten, wie die ganze Geschichte jetzt sich hier in den letzten Sekunden, ob es da noch was kommt oder ob es das jetzt tatsächlich dann war. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Aber im Zweifelsfall dann auch nicht zu ändern. So, das heißt, wir stehen jetzt hier wieder ganz genauso da drin. Ne? Leider hat sich da die erste Vermutung jetzt erstmal bewahrheitet, dass wir eben halt hier nochmal genau nur ein paar Punkte rauslaufen, zwei Punkte oben raus und dann wieder zurück in die Mitte kommen. So, das heißt, wir kriegen dann wahrscheinlich jetzt irgendwie um 9:30 Uhr ein klareres Bild. Ich lasse den mal kurz weg, weil dafür hat er jetzt auch zu wenig hier. Wenig Druck, bevor ich den nächsten Fehler mache, drehe ich das Ding lieber, ehrlich gesagt, manuell. So, noch wie gesagt, immer nicht durch. Wir kleben hier immer noch irgendwie in dieser Range, immer noch auch hier im M5 über dem SMA 20. Und mal sehen. Ah, das ist natürlich auch so ein bisschen Blödheit jetzt gerade von mir, da direkt oben dem ersten Impuls da halt reinzugehen. Kann man anders nicht sagen. Aber gut, dass er keinen Punkt weiterläuft. Das zu vermuten war, weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Das ist
Das weiß ich natürlich auch nicht so, aber das hier ist halt so ein bisschen, wenn der so weitermachen sollte, echt so ein bisschen sinnlos. Mal gucken, wie jetzt irgendwie. Alter Schwede, MWD, genau. Das wäre die richtige Formulierung. So, ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Aber ich kann halt nicht mehr machen, als irgendwie das versuchen zu handeln, was ich kriege. Und das ist irgendwie gerade so ziemlich nix. Das ist irgendwie so ziemlich nix. So, vielleicht kommt jetzt ja ein bisschen was. Ja, wobei, da wäre der Entry natürlich viel besser gewesen. Ne? Unterseite Range ist nochmal 20 einfach. Dann wäre es gut gewesen. Statt dann im ersten Impuls bei null Volumen da oben irgendwie reinzustechen. Mal gucken, ob das jetzt in irgendeiner Form funktioniert. Also scheint zumindest mal. Sieht jetzt erstmal so aus, ja. Vielleicht sind das einfach nur alle, die aufgeben, entnervt. Und aber dass um 9:30 Uhr so ein bisschen mehr was kommen könnte. Sieht zumindest im Moment so aus. Immerhin jetzt hier in 2 Minuten 12 Punkte zurückgelegt. Wäre natürlich viel, viel netter, wenn das halt irgendwie alles so in eine Richtung mal gehen würde, ne? Und nicht immer nur 10 rauf, 10 runter, 5,5 rauf, 6,5 runter. Damit könnte man natürlich mehr anfangen. So, das heißt, ich überlege jetzt hier tatsächlich sogar, ob ich da eine zweite Position drauf packe. Aber man sieht halt nicht wirklich viel. Ne? Also das Ding ist halt immer die Gefahr, die halt immer besteht, irgendwie bei so einer kleinen Wohler, dass man halt viel zu früh agiert. Ne? Das heißt, wer gerade gesehen hat, ohne dass ich jetzt irgendwie darüber nachdenke, skaliere ich den Chart hier immer größer, ne? Und damit es einfach nach mehr Bewegung aussieht. Und am Ende übersieht man, das ist ja gar nichts, das ist ja null. Das ist ja alles Firlefanz, das bisschen, was da halt passiert. Und wo ich gerade meinte, ich bin fast versuchen, da noch eine zweite irgendwie drauf zu geben. Aber. Ist ja nicht so, dass als ob der jetzt hier 30 Punkte in meine Richtung gelaufen wäre, sondern halt eben so 15, na immerhin. Was? Womöglich sind viele Short getriggert zu stoppen. Ja, das sind natürlich immer so hast du gerade was gesagt, Nelson? Oh, nee. Nein. Das sind halt immer so Vermutungen, ne? So, das bringt irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Sentiment wäre halt irgendwie auch mal noch interessant. Das ist wahrscheinlich wie immer Short. Das ist ja super oft Short. Kann ja vielleicht mal einer was dazu sagen. Wer hat das Sentiment auf dem Schirm? Sind wir noch live? Sicher. Okay, Teilnehmer so. Ah, Sentiment. Ah, antworten ja. da hab gerade schon gedacht. So, hä? So, M15, also genau, Sentiment gleich mal. Also M15 scheint hier, beziehungsweise 9:30 Uhr, könnte hier ein bisschen was bringen. Hoffentlich. Komm jetzt einmal da oben durch, das kann doch nicht so schwer sein. Aber es ist mega Herausforderung hier, so wie es scheint. Keine 3 Punkte rauf. Boah, ich setze mich einfach gleich raus und nehme mein Handy mit und gucke, wenn der Markt sich bewegt hat, komme ich zurück ins Webinar. Könnte ich sogar theoretisch, habe nämlich irgendwie, aber das muss ich vorher mal genauer testen. Könnte nämlich mich hier mit dem Handy dazuschalten. Und dann wäre da unten nicht die stationäre Kamera, sondern die Handykamera. Und der Markt wäre nach wie vor da. Aber das will ich natürlich erstmal testen. Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr schon mal irgendwie eingerichtet und dann irgendwie nie weiter verfolgt. Aber gut.
Da könnte man zumindest mal im Sommer irgendwie mal draußen anfangen bei schönem Wetter. Und nicht hier in der Bude. Euwax unter 10. Ach, der Olli ist auch da. Moin. Sentiment 10, plus 10. Ja, also recht neutral dann sogar insgesamt, ne? Also, dass es so schlimm heute wird, nur weil Feiertag ist, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Also das Einzige, was jetzt hier noch irgendwie an Vermutung offen bleibt, ist, dass wir um irgendwie 5 vor 10 jetzt irgendeine Bewegung hier machen und dann halt da noch irgendwas bei rauskommt, was dann aussieht oder was den Namen einer Stundenkerze verdient hat. Ah, hier plus minus ein, zwei Punkte um die Eröffnung. Das ist echt. Das ist ein bisschen hart. Ich habe schon viel hier irgendwie auch gesehen in den Webinaren, was halt irgendwie die Wohle angeht, aber das hier ist wirklich gerade so ein bisschen drüber. Also drunter, unter dem, was sein soll, aber drüber über dem, was erträglich ist. Ja, Unu. Gehen wir alle Kaffee trinken. Nach einer, was? Bubs-Formation. Was ist eine Bubs-Formation? Also nicht mit zwei O, sondern. BUBS, schreibt der Manuel. Bubs-Formation, interessant. Ja, genau. Timo, moin, schreibt hier gerade, wir machen die NFPs draußen mit Bier und Grill. Grundsätzlich ein verlockender Vorschlag. Wenn das Wörtchen NFPs da nicht dabei wäre. Die anderen Nomen hier in diesem Satz akzeptiert, aber das mit den NFPs, ich glaube, das hätte der Nelson dann auch seine Probleme damit, glaube ich, das seinen Händlern und Kunden zu verkaufen. Als ernst gemeinter Vorschlag. Obwohl, denn Nelson könnte ja vorbeikommen. Nelson, bist du nicht in Urlaub die Woche oder nächste Woche? Ja, nächste Woche, ab dem Nächste. Wochenende. Das heißt, wir könnten eigentlich Nelsons Urlaub dann damit einläuten. Also die, die hier zum ersten Mal dabei sind, ja bitte nicht böse sein, ja, wenn wir hier so ein bisschen rumfaseln oder halt hier so ein bisschen Smalltalk eben auch machen. Der Markt bewegt sich halt nicht, ja. Wir müssen ja hier irgendwie, können ja nicht einfach nichts mehr sagen oder Musik spielen, Warteschleifenmusik, Fahrstuhlmusik wäre vielleicht auch eine Idee. Aber der Markt bewegt sich nicht, ne? Was soll man machen? Also von daher, es gibt einfach momentan gerade nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen. Man könnte jetzt natürlich irgendwie das Ding fundamental ausschlachten, aber da bin ich halt irgendwie nie ein Freund davon, weil ich halt immer sage, was? Meine Frise bewundern. Ich sage halt immer so, jeder hat seinen Grund, warum er kauft oder verkauft. Und irgendwie versuchen da fundamental ranzugehen, ist immer schwierig, ja? Also wenn ich mir auch irgendwie das Sentiment vom Freitag nochmal angucke, ne, wo der Markt halt einfach wirklich durch die Decke ja gegangen ist. Super shortes Sentiment, wo ich dann auch so sage, ich verstehe es nicht, ja. So, warum? Weil dann werden irgendwelche Gründe da halt irgendwie herbeigezaubert und gesucht und dann zum Schluss wundern sich alle, wenn das Ding halt die Rakete macht. Ne. Und allein schon die Tatsache, dass man halt ja das Sentiment da mit einbezieht, das heißt, das ist ja so, wo sich die Katze von hinten in den Schwanz beißt. Weil auf der einen Seite haben wir dann halt irgendwie fundamental, also Gründe, echte Gründe, warum man das kaufen sollte oder verkaufen sollte, sei es jetzt Aktien oder halt ein Index, oder was auch immer. Und auf der anderen Seite guckt man sich zu den Gründen dann auch noch die Gründe der anderen an, ja, und sagt, naja, gut, wenn die anderen zu viele Gründe haben, dann sind meine Gründe eigentlich, oder sind die Originalgründe eigentlich keine Gründe mehr, sondern Gegengründe. Das ist so, wo ich sage, so, what? Wo ist da halt das Ende, ne, von den Überlegungen? Und das ist halt echt so too much. Und das Sentiment mit einfließen zu lassen, macht natürlich schon Sinn, ja, jetzt aber halt das so in die Gesamt- oder das als den Indikator heranzunehmen, finde ich halt genauso falsch wie alles andere eben auch. Also, weil Sentiment heißt ja nichts anderes so, als irgendwie die Dummheit der anderen irgendwie mit in die eigenen Überlegungen einfließen zu lassen, überspitzt formuliert. Und dann fängt auch irgendwann die Stelle an, wo man sagen muss, so, ey, das ist schon so, ne, buh. Irgendwann wird es halt auch vermessen.
Und da bin ich einfach auch nicht so ein Freund von. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin kein Freund von Denken, ja, das klingt auch komisch. Aber halt bestimmt nicht, ja. Aber halt, im Endeffekt ist es so, alles und jeder hat seine Gründe, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und über die mache ich mir am besten keine Gedanken, weil erstens können das andere auch nicht besser. Ja, selbst die Großen kriegen es ja nicht wirklich wahnsinnig gut hin. Und auf der anderen Seite ist es halt auch zu kompliziert. So, und dann lieber irgendwie gucken, okay, was passiert jetzt gerade? Oder nach welchen Mustern wird der Markt gehandelt? Weil auch von denen, die hingehen und irgendwelche fundamentalen Gründe haben, jetzt mal vom Sentiment abgesehen, ist es ja eben auch so, die sagen ja auch nicht, die schlagen ja nicht, ja, jetzt, wenn man das mal irgendwie auf früher bezieht, die schlagen nicht die Zeitung auf und sagen, oh, heute hier, guck mal, Daimler, dies und das und jenes, oh, kaufen wir doch mal, drücken wir hier mal auf den großen Knopf da so drauf, ne, so. Und nee, die gucken dann auch, okay, wo war es denn billig und wo war es teuer? Oder noch ganz anders, die gehen zu Asset Manager und sagen, hier, pass mal auf, du kriegst ein Stück vom Kuchen, gehen zum anderen und sagen, du kriegst ein Stück vom Kuchen und kauf mir das Ding mal gut ein, ja, also günstig ein. So, und was machen solche Asset Manager? Die gehen auch nicht stupide vor, weil die stehen ja auch im Wettbewerb. Das heißt, die gehen dann wiederum hin und suchen sich dann auch die Preislevels raus, wo es dann halt interessant ist. Oder versuchen den Markt dann auch eben dann sogar dahin zu schicken, ja. Und weil die ja letzten Endes danach bewertet werden, wie günstig sie einkaufen. Ganz klar. So, und wenn der Markt halt zu hoch steht, oder zu tief, dann wird halt auch nicht einfach gekauft oder verkauft, ne? Weil ansonsten steht da auch schnell mal so eine Existenz von unserer ganzen Company auf dem Spiel, also nicht von der, die gekauft wird, sondern von der Company, die halt eben das Volumen in den Markt bringt, weil die müssen es günstig machen. Und was haben die, um zu gucken? Den Chart im Endeffekt ja auch. Das heißt, die sehen ja auch nur eine Preisentwicklung und versuchen von der Preisentwicklung sich da halt was abzuleiten und nicht, die drücken nicht blind auf den Knopf. Gut, wenn man jetzt irgendwie sagt, naja gut, ich kaufe irgendwie meine Werte und lasse die 10 Jahre liegen, da muss ich darauf nicht gucken. Ja, das ist halt auch klar, weil dann spielt es keine Rolle, ob der mal irgendwie einen Monat rauf oder runter ging. Aber gerade im Daytrading hat man es halt eben genau mit diesen Asset-Geschichten halt zu tun. Und die dann halt eben oft zeitlich gesteuert sind oder dann halt eben nach Ranges, nach Pattern oder was auch immer, dann halt nach Algos dann halt eben funktionieren. Ich glaube, der Olle, Average Trading mit Handelstag mit, ja genau, so, ich habe mir schon gedacht, dass der Olli was dazu sagt. Der Olli hat das nämlich früher mal gemacht. Also im Asset Management, richtig, Olli? Du warst mal Asset Manager, ne? Weil er schreibt nämlich hier, wenn die Asset Manager keine Idee für den Markt haben, dann machen sie in der Regel Averaging über den Handelstag mit Zeitfenstern. Und daher fühle ich mich auch so wegen genau solchen Aussagen ja auch ein bisschen bestärkt, wenn ich sage, okay, ich gucke mir irgendwie den Markt an, was halt eben jetzt eine Rhythmik, eine zeitliche Rhythmik angeht. Weil dann kann es halt eben passieren, dass die hingehen und sagen, ja gut, kauf oder ich schieße alle 5 Minuten, alle 15 Minuten, alle 3 Minuten, dann halt irgendwie eine Order da halt rein, um meine Stückzahlen reinzukriegen. Ja, also wenn es jetzt nichts Besseres gibt, das heißt, und deswegen haben wir manchmal diese Muster im Markt, nicht Muster, wie nenne ich es immer, ich komme gerade nicht drauf. Aber wo man halt einfach ganz klar sieht, so, hey, alle 5 Minuten kommt da halt irgendwie scheinbar eine Order rein, ja. Und das kommt halt genau daher. Ne? Und weil dann halt zum Beispiel, oder vor allen Dingen dann, wenn der Markt schon gestiegen ist, wie am Freitag zum Beispiel, da ist er erstmal gestiegen in irgendeine Richtung um 9 Uhr und dann kommt irgendwie kommt plötzlich ein Bums um 10, ja, wo man ein kleines Gap kriegen. Das heißt, genau da ist das gestartet. Und dann haben wir genau dann auch solche Abfolgen, wo halt eben, wie jetzt hier sieht man es ja vom Freitag, wo dann einfach der Markt wirklich im Stundenrhythmus darauf gekauft wird. Ne? Weil da oben war dann halt eben nichts Vernünftiges mehr zu finden. Man hat dann irgendwo zeitlich das abgewartet und schießt die Nummer dann durch. So, und dann hat man aber auch genau den Effekt, dass dann halt eben die Shorts dann halt hier plötzlich zu den Freunden werden, die Shorties, weil die dann halt eben auch aufgeben und sagen, ey, boah, was ist da heute los? Ich schmeiß das Ding lieber ab, ja. Keine Ahnung, wer da irgendwie gerade den Markt nach oben drückt. So, und das sieht man eben ganz oft dann in diesen zeitlichen Abfolgen, in so einer Struktur eben, ja.
Und wie man sie eben am Freitag hier recht deutlich gesehen hat, da konnte man sogar im M5 sehen, so weit will ich aber jetzt hier nicht zurück. Hat auch der Heiko Behrendt, hat ja, glaube ich, auch was dazu geschrieben, gesagt, dass man sogar im M5 sehen konnte, dass da halt irgendein Programm abläuft. Und genauso gehen die halt teilweise vor. Ne? Also entweder dann halt nach der Historie, was war halt irgendwie gerade günstig oder wo war es halt günstig zu kaufen. Und wenn sich da halt nichts Vernünftiges mehr findet, dann kommen genau solche Algos dann halt eben da rein, die den Markt dann halt zeitlich in einem Rhythmus dann halt eben nach oben schießen. So, ne? Ich weiß es schon fast gar nicht. Also wollte gerade sagen, wie ich da drauf gekommen bin, aber halt generell von der Überlegung nicht so viel nachdenken, ja, weil wenn jetzt zum Beispiel halt so ein Fonds, der dann halt eben die ganzen Dinger dann halt eben an die Asset Manager rausgibt, ja, um das halt abzuwickeln, ja, die haben ja dann auch irgendwie eine Vorgabe nach dem Motto, wir müssen heute oder wir müssen diese Woche so und so und so viel davon abstoßen oder kaufen oder was auch immer, ja, das heißt, die knallen das Ding dann durch, ja. Aber eben auch nicht einer, der dann sitzt und auf den Knopf drückt, sondern halt eben Algos gefüttert von mehreren Companies, die dann halt damit beschäftigt sind, eben das Ding so attraktiv wie möglich für den Kunden, Fonds, was auch immer, dann halt eben abzuwickeln. Ne? So, und deswegen sage ich immer so, ey, lieber nicht denken, lieber auch kein Sentiment im Zweifelsfall, ja, und oder auf keinen Fall nur Sentiment, sondern einfach gucken, was passiert. Und versuchen da sich in irgendeiner Form dran zu hängen. Ne? Also ich meine, es heißt ja halt auch im klassischen Sinne so, handle, was du siehst, ne? Und nicht, was du denkst. Ja, aber was ist damit gemeint? Das ist immer so sehr abstrakt oder viele können es halt aber auch nicht erklären und fangen dann trotzdem an zu denken. Ne? So nach dem Motto, ah, ich denke, der fällt. Ja, warum? Ja. Weil das Sentiment oder so, ne? Das ist schon wieder falsch, ne? Einfach gucken. So, wo läuft er hin? Und das ist das Einzige, was wir halt im Endeffekt ja haben, ne? So, der Moment, was halt eben passiert. Und ob der Moment dann jetzt eben eine Stunde, ein Tag, oder 5 Minuten sind, das ist wiederum eine Frage des eigenen Zeithorizonts, ne? So, aber das ist eben das, worauf man sie dann im Endeffekt auch abstellen muss. Ne? Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwie maximal eine Stunde, auf die ich mich halt irgendwie jetzt erstmal festlege und dann muss ich halt gucken, was passiert in dieser Stunde und nicht mehr und nicht weniger. Ne? So, gut, das war doch schön die Zeit überbrückt, bis jetzt der Trade ins Plus gelaufen ist. 5 Punkte, hurra, hurra. Und Das war aber ein Timing. ja, ne? Echt gut. So, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich hier wieder rauskomme mit meinen 4 Punkten plus. So, Freitag wurden aber auch die Halbjahresbilanzen geschönt. Ja, war dann natürlich auch ein guter Grund dann halt wieder. Oder wie auch immer man es nennen mag. So, jetzt mal gucken. Also, jetzt sind wir hier an meiner roten Linie. Da halte ich jetzt aber nicht dagegen, sondern wird dann eher gucken, ob wir einmal einen kleinen Stich nach oben kriegen. Ansonsten, ne, hier ist aber auch SMA 20. Komm, so einmal kurz oben durchstechen darfst du aber schon, Kollege. So, aber wenn es auch hier nur 10 Punkte im Endeffekt sind, ist auch völlig okay, ja, was da rauskommt. Ich traue mich hier fast gar nicht dagegen zu halten, hier oben. Sondern wenn dann halt irgendwie, da muss es schon so ein bisschen schneller gehen. So, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal, weil ich nicht weiß, was das hier werden soll. 45. Moment, 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 Moment. Das war ich zu langsam. Ich nehme jetzt meine 10 Punkte hier mit. So. Weil 15 Minuten ist gerade um. Das heißt, die könnte schon wieder hier zurücksetzen, korrigieren. Und, aber das passt mir jetzt aber auch nicht, wenn ich mir den M15 hier angucke, wie der jetzt da oben durchdrückt und sich hier alles nach oben biegt und hier oben an den Hochs klebt, könnte die Geschichte sich auch nochmal irgendwie um 2, 3 Stunden verzögern. Das heißt, so das, was ich hier eingezeichnet habe, dass wir hier eine Übertreibung aus dieser Range nach oben kriegen und dann wieder runterfallen, halte ich irgendwie fast für wahrscheinlicher, ehrlich gesagt. Weil er halt einfach jetzt auch zu spät ist. Ne? Ist jetzt irgendwie um 45, also kurz vor Stundenschluss, laufen wir jetzt da oben hin. Und wenn ich mir angucke, wie lange das hier gedauert hat, wie wahrscheinlich ist es, dass wir jetzt in 5 Minuten nach runterfallen? Unwahrscheinlich.
Bisschen unwahrscheinlich. Von daher wird er vermutlich schon irgendwie eins da oben draufsetzen, erstmal. Aber gut, ist so. So, haben wir jetzt irgendwie, was waren das? 9 Punkte? Ich bin ein bisschen spät raus, glaube ich, ne? Ja, also irgendwie 9 Punkte. Was ja aber an sich ja schon fast ein Kunststück ist, da heute überhaupt irgendwas rauszuziehen. Naja, aber zumindest hat die Richtung gestimmt. Die Vermutung, dass wir dann doch erstmal da oben hinlaufen. Aber der Entry war halt einfach nicht gut. Ja. Der Entry hätte hier sein müssen. Zumindest in der Mitte, hier unten. Erstmal hier abwarten, aber gut. Ich will mich jetzt auch nicht niedermachen hier mit dem Entry, ne? Weil hier bin ich ja reingegangen. Und habe gedacht, okay, so ein paar Punkte wird er wohl direkt durchschieben. Pustekuchen. Einmal genau da rein und dann doch wieder runter auf den Anfang der Range und dann halt erst durch. Also, aber okay. So, wer irgendwie halt drunter reingegangen ist, der hat es dann richtiger gemacht als ich. So, jetzt kriegen wir hier so ein bisschen Reaktion. Es ist, ja. Also, das sieht für mich wirklich so nach einem erstmal, wenn da jetzt heute irgendwie nichts mehr kommt, könnte der auch hier echt auf der Seite irgendwie laufen, die ganze Zeit wäre auch möglich. Ärgere mich gerade so tatsächlich dann doch so ein bisschen. Ich hatte nämlich in einer anderen Strategie irgendwie noch einen Trade auf und den habe ich aber dann zugemacht, irgendwie um 8 Uhr, also da irgendwie da unten hingegangen ist. Aber komm, mach erstmal dicht, machst du später wieder auf, aber okay. Weil da hat es noch nicht so ausgesehen, als würde er da oben nochmal hinlaufen. Das hat sich jetzt erst nach 9 Uhr ergeben. So, aber ich würde sagen, bevor wir hier irgendwie alle gleich dann doch einschlafen oder halt die Nerven verlieren, machen wir jetzt hier aber auch langsam trotzdem Schluss. Also tut mir wahnsinnig leid, ne? Das ist, also was heißt, tut mir leid, ich kann ja nichts für, dass der Markt sich nicht bewegt. Ich bin es ja nicht, ne? Der Heiko hier schreibt hier gerade auch auf der anderen Seite, das Sentiment als Kontraindikator passt im Trend eigentlich fast immer. Ja, ne, das ist ja dann auch eine ganz andere, also hier der Heiko Behrendt, das ist natürlich auch eine ganz andere Sichtweise, ne? Beziehungsweise eine ganz andere Umgehensweise halt mit dem Sentiment, ne? Und wenn man das halt dann wirklich dann auch so einfließen lassen kann. Aber was ich ja eben meinte, ist, ne, ich kann nicht auf der einen Seite hingehen und mir Gedanken machen, warum, und dann auf der anderen Seite Gedanken machen, warum machen es die anderen und warum ist dann das möglicherweise doch falsch, ne? Aber halt, wie der Heiko hier schreibt, dann eben halt im Trend als Kontraindikator, ja, bin ich dabei. Das ist ja auch ein wesentlich plausiblerer Ansatz, der auch viel einfacher anzuwenden ist. Gut, okay, so, ich gehe schwimmen, schreibt der Thomas, finde ich gut, wenn das Wetter hält, ja, dann wird schon. Also, ich hoffe, wie gesagt, es war nicht allzu schlimm. Ich habe ja ein bisschen was an anderem Thema dann hier aufgegriffen. Aber generell gucken wir noch mal hier ganz kurz zum Abschluss auf den, wobei, ah nee, doch hier auf den H, auf den Daily, nicht auf den H1, so auf den Daily im DAX. Na gut, wir stehen jetzt noch mal hier auf dem SMA 20. Das ist okay. Wir kleben hier an dem Gap. Aber die Bewegung von gestern hier gefällt mir nicht. Also der darf da schon irgendwie hier unten ansetzen. Das ist nicht vom Tisch. Das heißt aber auch, ne, bei der Wohle heute kann es auch sein, dass es selbst heute nicht passiert, weil es sind immerhin 100 Punkte. Und momentan sieht es nicht so aus, als könnte der sich überhaupt 20 bewegen ohne die Amis. Von daher sollte man das irgendwie vielleicht noch nicht mal dann für heute erwarten. Und vielleicht, also schweben auch wir auch nur hier oben irgendwo rum, legen nochmal irgendwie eine Kerze in dem gestrigen Tag hin und setzen dann halt morgen hier unten irgendwie mal an. Ne? So, aber generell bleibe ich bisher immer noch bei dem, was ich am Montag gesagt habe. Die ganze Woche ist eher long, sollte irgendwie bessere Chancen haben, um einfacher aus dem Trade rauszukommen im Plus als Short. Und wenn der sich hier so nach unten drückt, was man ja sieht, ist, er will nicht. Ja, so, das ist ja schon so ein bisschen Gequäle halt darunter. Darauf geht es auch nicht. Und deswegen haben wir auch da umgekehrt auch dann eben manchmal solche Strukturen, die dann halt eben so ein bisschen gequält, nenne ich es mal, nach unten schieben den Markt, ne, so wie hier jetzt halt im H1, könnte es sein, dass jetzt hier sich dann halt so nach unten drückt, ja, aber eben ohne großartig Bums, sondern eher dann halt so zermürbend punkteweise nach unten und das löst dann auch in der Regel irgendwann nach oben auf und beziehungsweise ist so ein bisschen Indiz dafür, dass es hier halt einfach nicht so wahnsinnig interessant zu sein scheint,
da jetzt nochmal großartig irgendwie in die Kaufrichtung zuzuschlagen. Deswegen ist das ganze Szenario für meine Begriffe eigentlich völlig unverändert. Also diese Geschichte hier, kleiner Fehlausbruch, ja, gerne. Und dann aber bitte hier unten ansetzen, ein bisschen tiefer da unten rein und dann halt mit Karacho bitte gerne rauf. Ne? So, weil hier auf diesen Hochs, da fehlt, wir haben zwar hier so einen kleinen, okay, aber da fehlt irgendwie schon nochmal so eine vernünftige Bestätigung. Gut, lange Rede, kurzer Sinn heute. Es ist, wie es ist. Der Markt ist fast eingeschlafen. Wir haben aber, hey, hier gerade irgendwie was Größeres vorbei. Trotzdem irgendwie geschafft, dann doch noch 9 Punkte aus dem Markt rauszuschneiden. Immerhin. Und besser als nichts, aber von daher bin ich ja ganz froh, dass ich mit einem Trade dann auch durchgekommen bin. Ich hatte ja mal kurz eine andere Befürchtung, dass da halt gar nichts funktioniert. Hemd hängt irgendwie hier so ein bisschen weg hier runter. So. Gut, Mal aber gerade ich hoffe sitzen. trotzdem, bitte was? Mal gerade sitzen jetzt. Ja, Entschuldigung. So. Besser? Naja. So. Gut, also trotzdem Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja irgendwie, glaube ich, auch genug erzählt und wahrscheinlich seid ihr auch froh, wenn ihr mich jetzt gleich nicht mehr hören müsst. Und oder vielleicht stehe ich auch schon bei einigen auf Mute, kann ich auch verstehen. Ich würde mir auch nicht den ganzen Tag zuhören wollen. Und deswegen hat auch das letzte Wort. Gerne der Nelson. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Nelson, und hier fürs Veranstalten und im Hintergrund Händchen und Stange halten. Und wir sehen uns am Freitag, aber das soll euch alles der Nelson erzählen. Ich sage schon mal Tschüss. Bis Freitag. Nein, erzähl doch ruhig. Nö, mach du das. Danke dir für das Webinar heute. Du hast alles schon gesagt. Ich wünsche einen schönen Tag. Passt auf eure Positionen auf und bis Freitag. Ciao.